Ich möchte an dieser Stelle beiden Schulen, beiden Schulleitern, aber auch den Schulleitern aus der Vergangenheit der Elite-Schulen meinen herzlichen Glückwunsch, meinen Dank aussprechen, dem gesamten Lehrerkollektiv, dass Sie eine so hohe Qualität über Jahre gewährleistet haben und damit den Olympiastützpunkt im Wesentlichen unterstützt haben. Also als ich das erfahren habe, waren wir sehr überrascht, dass wir als Elite-Schule des Jahres nominiert sind und ausgezeichnet werden. Ich sehe das als Ergebnis einer sehr guten Arbeit an der Schule von Lehrern, Eltern und Schülern gemeinsam und natürlich als wichtiges Kriterium auch die sportlichen Erfolge, die die Schüler erreicht haben. Dazu sind die entsprechenden Bedingungen einfach notwendig. Die versuchen wir in diesem Schulgebäude zu schaffen. Wir freuen uns auch sehr, dass es ein neues Schulgebäude in 2 Jahren geben wird. Und dieses Schulgebäude wird die schulischen und sportlichen Ausbildungsbedingungen wesentlich verbessern für unsere Schüler. Und deswegen sind wir sehr gespannt, ob das alles in dieser Zeit fertiggestellt wird und freuen uns sehr darauf, dass wir dann eine tolle Sporthalle haben werden, dass wir ein sehr schönes Schulgebäude haben werden und somit die Bedingungen sich weiter verbessern. Was das Besondere ist, mit dem Bau des Gebäudes entsteht aus unserer Sicht so eine Art Sportachse und alle Sportstätten und Schulen, die in die vertiefte sportliche Ausbildung integriert sind, rücken so richtig zusammen. Ich habe mich persönlich riesig gefreut, aber nicht nur persönlich, sondern auch für all unsere Lehrer, Erzieher, Profilsportlehrer, Trainer, mit denen wir hier im Verbundsystem arbeiten. Denn ich glaube, das ist eine große Wertschätzung der nun schon über 60-jährigen Schulsporttradition, die wir hier in Leipzig zu verzeichnen haben. Man muss eine sehr große Affinität zum Sport haben oder ein Stück weit sportverrückt sein, wenn man an dieser Einrichtung arbeitet. Das trifft aber nicht nur für mich zu, sondern auch für alle Lehrer und Erzieher, die an vielen Stellen weitaus überdurchschnittliche Arbeit leisten gegenüber den Lehrern, die an anderen Schulen abgefordert wird. Und dass es uns gelungen ist, das mit Freude zu tun, so sind wir auch in dieses Schuljahr gestartet, das macht mich schon ein Stück weit stolz und ich freue mich jeden Tag, wenn ich wieder hierher fahren kann. Leipzig ist eine Hochburg der Sommersportarten und diese beiden Schulen garantieren eigentlich den Olympiastützpunkt, dass hier eine Basisarbeit geleistet wird in vielen olympischen Sportarten. Ohne das System der Eliteschulen könnten wir keine so hohe Leistungsausprägung mit unseren 16 aktuellen Olympiateilnehmern erreichen.